Das hier noch. Ablaufplan. Hier, das ist für uns. Das ist für uns? Ja, für mich. Ja. So. So, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, es geht los. Wie Sie schon festgestellt haben, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, vor allen Dingen in Mecklenburg, eine alte Sitte ab dem meteorologischen Sommeranfang. Das ist der 1. Juni, finden Veranstaltungen grundsätzlich draußen statt. Und insofern freue ich mich sehr, Sie hier heute Abend an diesem schönen lauen Sommerabend begrüßen zu dürfen auf der schönen Dachterrasse der Fakultät Gestaltung. Ja, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Bowen, sehr geehrter Herr Bürgermeister Bayer, lieber Kollege Professor Larek, Prorektor für Forschung der Hochschule, liebe Frau Dr. Quaas, Kanzlerin der Hochschule, insofern sind auch heute drei Viertel des Rektorats der Hochschule hier zugegen. Spektabilität, lieber Herr Kollege Handke, Dekan der Fakultät Gestaltung, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste. Heute ist richtig was los an der Hochschule, erkennbar daran, dass es sich hier um mein drittes Grußwort heute handelt. Nach dem Forum Bauordnung MV und einem Alumni-Treffen rüstiger Absolventen des Jahrgangs 1970. Also zur besten Zeit Ulrich Müthers, den wir heute gleichsam mit der Eröffnung des Archivs würdigen wollen. Allein das Jahr 1970 weist 6 verwirklichte Mütherprojekte aus. Welch eine Schaffenskraft! Wie bereits vor dem und danach mit so vielen Bauwerken, die uns auch heute noch faszinieren und lebhaft vor Augen sind. Und nicht zuletzt deshalb ist das Interesse an den Werken Müthers auch aktuell groß. Seine Pionierleistungen verdienen auch heute, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt und sich insbesondere auch wissenschaftlich mit seinem Erbe auseinandersetzt und befasst. Und es ist in der Tat ein Erbe, denn der diesbezügliche Nachlass Ulrich Müthers wurde der Hochschule Wismar übergeben, der Hochschule des Landes, die aufgrund ihrer fachlichen Ausrichtung dafür prädestiniert ist. Angesiedelt in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften befindet sich der Bereich Bauingenieurwesen. Die Architektur hat ihre Heimat in der Fakultät Gestaltung. Kurz, die Hochschule Wismar ist die Bauhochschule des Landes. Und wir nehmen den damit verbundenen Anspruch gerne wahr und sind uns unserer Verantwortung diesbezüglich in allen Sparten hochschulischer Aufgaben bewusst, die da wären: Forschung, Lehre und Transfer. Sie alle wissen, sehr geehrte Gäste, dass zwischen der Übergabe des Nachlasses und heute viel Zeit vergangen ist. Aber es brauchte auch Zeit, um vom Aufbewahren bzw. Verwahren zu einem echten, wissenschaftlich aufbereiteten, zugänglichen und nutzbaren Archiv zu kommen. All denen, die daran mitgewirkt haben, möchte ich auf das Herzlichste danken. Und allen voran verdanken wir Ihnen, lieber Kollege Ludwig, und Ihrem unermüdlichen Einsatz nebst Ihrem Team, dass wir heute hier stehen. Wie viel Forschung steckt in dem Projekt? Wie viel Werben um Unterstützung bei Drittmittelgebern, beim Land Mecklenburg-Vorpommern, welches in der letzten Zielvereinbarung die Baukosten bezuschusst hat, bei vielen unserer Freunde und Partner, die mitgeholfen haben durch Rat und Tat? Dafür möchte ich mich für die Hochschule Wismar herzlich bei Ihnen bedanken. Und um auch einen Eindruck zu vermitteln, auf welch große Resonanz der heutige Tag gestoßen ist, ist es mir eine große Ehre und Freude, eine Reihe weiterer Anwesender ganz persönlich zu begrüßen. Zum einen, weil ich so allen kundtun kann, aus wie vielen Richtungen unsere Unterstützung und das Interesse an unserer Arbeit kommt. Zum anderen, um mich auch ganz persönlich zu bedanken. Sehen Sie mir nach, wenn ich etwas abweichend von den Regularien zum Staatszeremoniell ein wenig in der Reihenfolge schwanke zwischen weitester Anreise und Titeln. Und so begrüße ich zunächst, damit möchte ich
beginnen herzlichst den Leiter des Kunstmuseums Albertina in Wien, Herrn Dr. Benedik. Sodann den Präsidenten der Bundesingenieurkammer, Herrn Dr. Böhkamp, sowie unsere Heimatpräsidentin der Ingenieurkammer, Frau Dr. Haroske, wie auch mit herzlichstem Willkommen den Präsidenten der Architektenkammer, Herrn Mein. Und für den BDB begrüße ich sehr herzlich unseren langjährigen Partner, Herrn Güll. Und ausgesprochen freue ich mich auch über Ihre Anwesenheit. Und jetzt verrate ich etwas. Wir sind ja Landsleute und stammen aus derselben Stadt, liebe Frau Dr. Barkhofen, Leiterin des Baukunstarchivs Akademie der Künste in Berlin. Auf meinem Spickzettel stand AD, aber bei Ihnen heißt das gar nichts. Ne? Also AD gibt es sicherlich nicht bei Ihnen. Ja, ebenso sind heute hier der Leiter des Architekturmuseums der TU Berlin, Herrn Dr. Nägelke, sowie ebenso Herr Dr. Drewes vom Leibniz-Institut für Sozialforschung. Schön, dass Sie heute hier sind. Selbstredend stark ist auch Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Wie könnte es anders sein? Ich begrüße herzlich Sie, Frau Botezato, Baudirektorin des SBL Rostock, sowie Frau Gehlich vom SBL Schwerin. Unsere Landeskonservatorin, Frau Dornbusch, ist da und Herr Dr. Schöbel, Leiter des Landesarchivs, dem ich sagen möchte, es ist auch künftig nicht beabsichtigt, den Müternachlass dem Land anzudienen. Denn die Hochschule Wismar, und jetzt muss Kollege Ludwig zuhören, bekennt sich ausdrücklich zu dieser Aufgabe auch für die Zukunft. Ja, und um den Reigen weiterzuspannen, der Landesvertreter, ebenfalls begrüße ich sehr herzlich Herrn Kirchner vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Und wichtige Freunde und Partner sind schließlich auch, jetzt wird es örtlich, Herr Kühl vom Fantechnikum und Frau Donat von der Hansestadt Wismar. Und herzlich begrüßen möchte ich auch und nicht übersehen Herrn Dechau. Betonen möchte ich natürlich, dass alle hier erwähnten Pars pro Toto für viele Freunde und Unterstützer stehen. Und so möchte ich alle Anwesenden hier, es sind ja viel, viel mehr da, ne? Also es ist ein wundervoller Anblick hier an diesem schönen Sommerabend auf der Dachterrasse. Seien Sie alle hier herzlich begrüßt. Und alle Anwesenden vermitteln ja auch den Eindruck, wie vielfältig und vielseitig das interdisziplinäre Interesse an Ulrich Müther und eben damit auch der Hochschule Wismar mit ihrem Mütterarchiv ist. Und schon bin ich wieder bei Ihnen, lieber Kollege Ludwig, und Ihrem Team. Ohne Sie, Ihren unermüdlichen Einsatz, wären wir heute nicht hier. Ich weiß nicht, ob ein Band durchgeschnitten wird. Ich habe bisher noch keins gesehen, aber bildlich vorgestellt heißt Eröffnung nicht nur, dass es endlich losgeht, sondern dass auch der Weg weitergegangen werden kann. Warum sollte, abgesehen von der dauerhaften Absicherung des Mütterarchivs hier an der Hochschule, nicht der Blick schon ein Stück weitergehen? Liebe Frau Staatssekretärin, nicht, dass wir es den Freunden, ich sage bewusst Freunde, den Freunden dort wünschen würden, ganz im Gegenteil. Aber sollten die Diskussionen, die ja zurzeit im Gange sind, um Projekte in Rostock, vielleicht dazu führen, dass das ein oder andere nicht entstehen kann. Wir hätten für die eingeplanten Gelder, auch für die Hansestadt Wismar und die Hochschule, sehr, sehr gute Ideen, nämlich beispielsweise die Errichtung eines Baukunstarchivs. Sie sehen, uns gehen die Ideen nicht aus. Wir sind ja Hochschule, wir müssen Ideen haben. Freuen wir uns auf einen gelungenen Start. Ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen gelungenen Eröffnungsabend. Ohne weiteren Regen. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Professor Wiegand Hoffmeister, sehr geehrter Herr Professor Ludwig, sehr geehrter Herr Professor Handke, sehr geehrter Bürgermeister Bayer,
Sehr geehrter Professor Wiegand Hoffmeister, ich weiß, dass Ihnen die Ideen nicht ausgehen und ich bedauere sehr, dass Sie das Mütterarchiv dem Land nicht andienen. Das will ich gleich vorweg sagen. Wir sind schon ein wenig neidisch als Land, dass Sie hier an der Hochschule Wismar hier heute das Mütterarchiv eröffnen. Das will ich wirklich vorweg ausdrücklich sagen und Sie schon vorweg herzlich beglückwünschen. Wer mit offenen Augen durch Mecklenburg-Vorpommern fährt, stößt unweigerlich immer wieder auf die Spuren, die Ulrich Mütter hinterlassen hat. Für uns Einheimische mögen die Bauwerke Mütters zum Alltag gehören, aber gerade bei den vielen Touristen, die Mecklenburg-Vorpommern besuchen, erwecken Mütters Werke ja immer wieder Erstaunen. Das liegt an ihrer Einzigartigkeit. Gerade die Wirkung der geschwungenen Dachkonstruktionen und der unnachahmlichen besonderen Bauweise führten nicht nur dazu, dass Mütter als Schalenbauer der DDR bekannt wurde, sondern sie fielen durch die skulpturale Spielart seiner Architektur dem Betrachter auch sofort ins Auge. Und sie fallen es Gott sei Dank auch immer noch. Die Schalenbauten, die er dem Vorbild der Natur abgeschaut hat, drückten ein beschwingtes Lebensgefühl aus, dass man gemeinhin nicht immer mit der DDR in Verbindung bringen würde. Vor allem die an der Ostseeküste errichteten spektakulären Bauten, wie etwa das Strandrestaurant Ostseeperle in Glove als angekippte Hyperschale, deren Fensterfront sich zur See hin öffnet, der Teepot in Rostock-Warnemünde und die Seenotrettungsstation in Binz auf Rügen sind bis heute Wahrzeichen und Tourismusmagneten. Mütters Hyperschalen beweisen, dass auch die Architektur der 60er und 70er Jahre bemerkenswerte Akzente setzen kann. Dass diese Bauwerke erhaltenswert und würdig sind, war aber nicht immer selbstverständlich. Es sei nur daran erinnert, dass einige prominente Bauwerke an der Ostseeküste, darunter auch der Teepot in Warnemünde, uns nur durch Anstrengung von Mütter selbst und anderen Investoren erhalten geblieben sind. Für viele Bauten gab es nach der Wende häufig kein Nutzungskonzept mehr und der Leerstand führte nicht selten zum Verfall der Gebäude, sodass trotz der herausragenden Bedeutung der Bauten für die deutsche Nachkriegsarchitektur der Abriss folgte, wie etwa der Großgaststätte Ahornblatt in Berlin im Jahre 2000. Auch das Erstlingswerk Mütters von 1963, mit dem er seine Diplomarbeit verwirklichte, der Mehrzwecksaal des einstigen Hauses der Stahlwerke in Binz, musste den Vorstellungen der Neueigentümer weichen. Umso glücklicher bin ich, dass ich heute mit Ihnen zusammen die Einweihung des Mütterarchivs feiern kann, die das Andenken Mütters auch für die nachfolgenden Generationen bewahrt und seine Leistungen sichtbar und erlebbar bleiben lässt. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle herzliche Glückwünsche auch von Ministerin Bettina Martin übermitteln, die leider krankheitsbedingt heute hier nicht da sein kann und das außerordentlich bedauert. Sehr geehrte Damen und Herren, der Schalenbau zählte zu den wenigen Exportschlagern der DDR. Für Mütters Bauten bekam die DDR zum Beispiel aus Libyen Öl und für das Planetarium in Wolfsburg eine erhebliche Anzahl an Autos. Mütters Werke fanden überall Jahre ihren Weg in die ganze Welt. Im Jahr 2006 wurde der Hochschule Wismar über einen ehemaligen Studenten bekannt, dass der mittlerweile 71-jährige Ingenieur Ulrich Mütter eine neue Bleibe für sein in Prora gehütetes Archiv suchte und seinen Nachlass der Wissenschaft übergeben wollte. Das Archiv war dort auf mehrere kleine Räume verteilt. An der Hochschule Wismar wollte man das Archiv gern übernehmen, wenn auch zunächst weder Räumlichkeiten noch Finanzierung geklärt waren. Für Mütter stellte das eine Erleichterung dar, zumindest seinen Nachlass in Sicherheit zu wissen. Sein umfangreiches Archiv wurde seither von Studierenden und ehrenamtlichen Mitarbeitern, wir haben es gehört, aufbereitet. Herr Professor Ludwig ist seit 2012 Leiter des Archivs und somit Hüter des Vermächtnisses von Ulrich Mütter. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Professor Ludwig, ich freue mich sehr, dass die Archivalien des Mütter-Nachlasses nun archivtechnisch aufbereitet und der Wissenschaft wie auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies wurde ermöglicht durch Finanzierungshilfen,
des Bundes, aber auch des Landes Mecklenburg-Vorpommern. So wurde seit April 2017 durch ein dreijähriges vom BMBF mit rund 470.000 Euro gefördertes Kooperationsprojekt der Hochschule Wismar und des Baukunstarchivs der Akademie der Künste in Berlin der Nachlass Mythers wissenschaftlich erschlossen. Wir haben es auch schon gehört, das Land hat der Hochschule Wismar im Rahmen der Zielvereinbarung 2016 bis 2020 ca. 250.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zudem sind umfangreiche bauliche Maßnahmen zur Unterbringung des Mythearchivs durchgeführt und an dem Ort, wo wir uns jetzt befinden, also dort hinten, die zuvor unbedeckte Dachterrasse des Hauses 7a eingehaust worden. Nunmehr können optimale Standards beim Raumklima, bei der Beleuchtung, beim UV-Schutz und beim Einlagern der empfindlichen Archivalien eingehalten werden. Sehr geehrte Festgesellschaft, mit der Eröffnung des Mythearchivs an der Hochschule Wismar sind die Voraussetzungen geschaffen worden, den Nachlass Ulrich Mythers für die Wissenschaft und Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Mythearchiv soll zukünftig auch die Möglichkeit bieten, das Thema Sonderbauten der DDR-Moderne zu erforschen, ihre Einordnung in die Geschichte der DDR und ihre Denkmalfähigkeit zu untersuchen. Damit wird der Hochschulstandort Wismar als wissenschaftliches Zentrum für Architektur- und Bauingenieurwesen in Mecklenburg-Vorpommern weiter gestärkt. Ich freue mich, mit Ihnen heute Mythen neu auch nochmals entdecken zu können und wünsche uns einen erkenntnisreichen und vergnüglichen Abend. Herzlichen Dank. Ich habe auf meinem Protokoll steht, ich habe 5 Minuten Zeit für die Begrüßung. Und es sind so viele wichtige Menschen hier, dass wenn ich sie alle namentlich nennen würde, die 5 Minuten bereits ausgefüllt wären. Deswegen bitte ich um Nachsehen für eine kleine Zusammenfassung bei aller Prominenz. Ahoi. Nein, so knapp mache ich es nicht. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrte Baudirektorin, geehrte PräsidentInnen der Architekten- und Ingenieurkammern, LeiterInnen der Landes- und Baukunstarchive, der Denkmalämter, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Studentinnen und liebe Gäste. Als Dekan der Fakultät Gestaltung freue ich mich sehr, Sie heute Abend hier zur offiziellen Einweihung des Mythearchives in der Fakultät Gestaltung eben begrüßen zu dürfen. Es begann alles mit einem unscheinbaren Praktikum. Der Architekturstudent Gunnar Cecotti absolvierte im Rahmen seines Studiums sein Pflichtpraktikum bei einem der letzten großen Betonschalenbaumeister in der architektonischen Moderne und stellte so einen unkomplizierten und freundschaftlichen Kontakt zwischen Ulrich Mythers und der Hochschule Wismar her. Ulrich Mythers war zu dieser Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Ort für seinen Nachlass. Prora auf Rügen war eine Zwischenstation. Durch den Kontakt zur Hochschule und den damaligen Dekan Professor Georg Giebeler hat es noch weitere Zwischenstationen gebraucht. Undankbare Orte für wertvolles Kulturgut, Dachgeschosse, Abstellkammern sollten es sein, bis einige Dekane später unter Professorin Polkén und Professor Hack, nun ich in 4. Dekane-Generation seit dem Startschuss an der Reihe bin, das Archiv nun mit offiziell einweihen zu dürfen. Ich habe zumindest mal die Beauftragung für den Kran unterschrieben, der das große Modell hier der Schale auf die Dachterrasse gehoben hat und schmücke mich so ein wenig mit fremden Lorbeeren, freue mich aber umso mehr, die wichtigen Werke des Betonkünstlers Ulrich Mythers hier in unserem Archiv in guten Händen zu wissen. Gut Ding will Weile haben. So wie das Experiment, dem sich Ulrich Mythers zu seinen Lebzeiten gewidmet hat, auch kein kurzzeitiges Projekt darstellte, sondern in einer Lebensaufgabe mündete. Ulrich Mythers sei ein sozialer Mensch in allen Lebenslagen gewesen und fähig, Menschen von etwas zu begeistern. Das spricht von ungebändigtem Tatendrang und dem Glauben an das Gute, sowohl im Menschen oder auch im Umsetzen von Projekten. Beim Blick auf das Lebenswerk Ulrich Mythers wird deutlich, wie wichtig und notwendig diese positive Energie ist, um sich den in Beton gegossenen Hyperschalen zu widmen. Mythers Schalenkonstruktionen lösen die Grenzen zwischen skulpturaler Kunst und Baukunst nahezu auf. Aus der Konstruktion ergeben sich Formen, die mit faszinierender Eleganz in atemberaubender Materialminimierung in der Architektur in einem von Widersprüchen geprägten Abschnitt deutscher Baukultur Geschichte geschrieben haben.
auch wenn wir aus bekannten Gründen eine Beton-Null-Diät einhalten müssen und eine Fortsetzung der Arbeit im gleichen Material nur schwer vorstellbar scheint, steht der Pioniergeist der Arbeiten und Projekte Pate für die Arbeiten, die an der Fakultät Gestaltung Semester für Semester entstehen. Das Experiment im Material, in der Form, in der Fertigung und Umsetzung mag heute geprägt sein durch Technologien, von denen Ulrich Mütter nur hätte träumen können. Denken wir an die Leistungsfähigkeit unserer CAD-Systeme, mit denen wir in kürzester Zeit Hyperschalen generieren, berechnen und 3D drucken können. Oder die räumliche Erfahrung vor Fertigstellung durch Begehung mittels Virtual Reality. Aktuelle Forschungsergebnisse in digitalen Entwurfs- und Fertigungsmethoden unter Berücksichtigung einer möglichst lückenlosen Prozesskette können Sie als Kontrastprojekt hier auch auf dem Kontrastprojekt auf dem Campus bewundern. Noch uneingeweiht steht die Digital Hut, die digitale Hütte, hinter Haus 7a, geschützt unter den Bäumen. Und vielleicht ist das unsere Reise in der Baukultur. Ich bin mir sicher, Ulrich Mütter wäre einer der jungen Pioniere gewesen, die heute diesen unkonventionellen Weg gehen würden. Die Technik mag sich geändert haben. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind politisch, ökonomisch und ökologisch gefühlt auf links gedreht. Gleich bleibt uns trotz allen Fortschrittes die Suche nach den neuen Herausforderungen, sowohl in der Gestaltung als auch in der technischen Umsetzung. In all unseren Disziplinen hier im Hause, Produkt- und Schmuckdesign, Kommunikationsdesign, Architektur, Innenarchitektur, Lighting-Design, stehen wir vor Aufgaben, die sich inhaltlich mit neuen Phänomenen auseinandersetzen müssen. Sei es der Klimawandel, das Kratzen an der Demokratie, gesellschaftliche Änderungen durch pandemische Ereignisse. Uns eint der Drang auf der Suche nach Dingen, die unser Leben im Rahmen unserer eigenen Biografie ein Stück lebenswerter machen. Der sich in unserem Archiv befindliche Schatz mit den Perlen des baulichen Erbes der ehemaligen DDR ist ein wunderbares Gesamtwerk, in dem sich viele noch heute wichtige Prinzipien der Gestaltung ablesen und erklären lassen. An den hier dokumentierten Projekten, die wundervoll von Hand gezeichnet wurden, wundervolle Modelle, die von Hand gebaut wurden, Tragwerke, die von Hand berechnet wurden, wird uns umso deutlicher, dass die Technologie letztendlich vielleicht nicht mehr als nur ein Werkzeug darstellt und das Genie nicht in der CPU sitzt, sondern nur durch die intelligente Verknüpfung von Wissen und die unermüdliche kreative Auseinandersetzung mit einer Aufgabe zu solch grandiosen Ergebnissen und Erkenntnissen kommt. Dank des Einsatzes von Professor Matthias Ludwig und vieler weiterer beteiligten Personen der Hochschule über Mitarbeiter und unserer Verwaltung haben wir für die gesamte Hochschule Wismar und für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Einrichtung des Mütter-Archives als erstes baukulturelles Archiv eine unglaubliche Bereicherung geschaffen. Der Nachlass Ulrich Mütters möge dennoch nur der Startschuss sein für einen Ort, an dem wir aus unserem Wissen unserer Wegbereiter lernen können, unsere Lehren ziehen. Weitere Nachlässe aus der Region, die bereits in das Archiv eingepflegt werden oder wurden, konservieren die wichtigen Beiträge unserer lokalen Baukultur und machen sie so einem breiten Publikum zugänglich. Auch wenn es an den Türen vorne an der Glaswand schon angeschlagen ist und es den Eindruck erwecken mag, dass es sich um ein allgemeines Baukunstarchiv handelt, befindet sich die Zukunft hier auf einem Scheideweg. Die Motivation ist groß, die Fühler sind ausgestreckt. Mir bleibt die Hoffnung, dass sich das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Einrichtung eines Baukulturarchives entscheidet und unterstützend dieses Vorhaben auf die nötigen größeren Füße stellt. Die Arbeiten an der Erschließung des Mütternachlasses sind weitestgehend abgeschlossen und es wäre schade, um die bereits investierte Energie dieses Potenzial in einem Verwaltungsakt zu begraben. Ich freue mich auf weitere Erbstücke bzw. die Pläne, eine Raumerweiterungshalle, REH oder auch die RE, zu restaurieren, auf dem Campus zu platzieren und der Idee, dem baukulturellen Erbe Mecklenburg-Vorpommerns in einem akademischen Umfeld einen würdigen Platz zu bieten und lade Sie heute schon zur Eröffnung der RE hier auf dem Campus ein, wann auch immer das sein mag. Herzlich willkommen an der Fakultät Gestaltung. Ich bin zu klein. Ja, jetzt sind so viele Begrüßungen gesprochen worden. Darf ich das? Ist doch, ich wusste gar nicht mehr. Bitte. Ich habe gar keinen Ablaufplan da. Nee, warum sagst du denn nichts? Ich mache es ja auch kurz. Ich habe auch nur 5 Minuten. Sehr geschätzte Festgesellschaft, sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Professoren. Ich fühle mich sehr geehrt. Sehr geehrte Frau Kanzlerin, ich freue mich sehr und ich bin sehr demütig heute hierher gereist, denn wir haben
Herr Luth, den sehe ich nicht, dem gebührt ja mein persönlichen Dank. Wir haben das umsetzen dürfen, was wir als Erbe der Baukultur in unserem Land Mecklenburg-Vorpommern auch als Auftrag verstehen, als öffentlicher Staatshochbau, ist mir das auch eine persönliche Angelegenheit. Und das hoffe ich, dass die Sprache, die wir hier gewählt haben in diesem erlauchten Gebäude, wir haben nicht nur den Raum gestalten dürfen als Auftakt, auch gerne für eine Baukultur, auch gerne für ein Archiv, da unterstützen wir selbstverständlich und bauen sehr gerne für die Hochschule Wismar, als auch das Treppenhaus, das Thema, so profan es sein mag, Brandschutz, Verbindung zwischen der Integration aller Gewerke. Denn Mütter war ja ein Regierungsbaumeister par excellence, den wir uns ja auch verpflichtet fühlen. Architekten, Ingenieure, Tragwerksplaner, alle erarbeiten gemeinsam eine Idee. Und ich hoffe und mache es auch kurz, dass wir eine gute Lösung für Sie alle gewählt haben, eine zukunftsweisende Lösung, in der wir uns der Vergangenheit verpflichtet fühlen, in der wir das neu übersetzen. Sie wünschen gerne, Mittel aus Rostock nach Wismar zu verlagern. Ich als Rostockerin wünsche gerne, das Museum bauen zu dürfen. Frau Staatssekretärin Bohn weiß, dass der zweite Preisträger uns an Mütter erinnert hat, die Anmutung des Flächentragwerks, auch modern übersetzt, nicht mehr als Beton, sondern als Stahl. Das heißt, wir haben eine Verbindung und ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich wünsche uns allen angeregte Gespräche, was noch kommen mag, und wünsche viel Freude. So ist das, wenn man keinen Ablaufplan hat. Wieder runter machen. Also, liebe Freundinnen und Freunde der Baukunst, ich freue mich sehr, dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf. Und Sie fragen sich vielleicht einige, warum gerade Sie? Das hat drei Gründe und damit führe ich gleich in das Thema. Bis 2020 habe ich das Baukunstarchiv der Akademie der Künste in Berlin geleitet und Matthias Ludwig habe ich kennengelernt im Rahmen des Kooperationsprojekts mit der Hochschule Wismar und dem Forschungsprojekt um das Archiv von Ulrich Müther. Wir haben von 2018 bis 2020 sehr eng zusammengearbeitet und wir haben natürlich Ideen geschmiedet. Und während dieser Zeit haben wir uns tatsächlich auch getroffen, und das ist der zweite Grund, dass ich hier stehe, die Idee, an der Hochschule oder überhaupt vielleicht an der Hochschule ein Baukunstarchiv für ganz Mecklenburg-Vorpommern zu gründen, das im Verbund der Föderation deutschsprachiger Architektursammlungen, deren Sprecherin ich über 20 Jahre war, stehen soll. Denn das ist tatsächlich so, es gibt noch in 5 deutschen Bundesländern kein Baukunstarchiv und dazu gehört Mecklenburg-Vorpommern. Und insofern fügt es sich zum dritten, dass ich nunmehr eigentlich nicht mehr in offizieller Funktion als Leiterin eines Baukunstarchivs, aber als öffentlich bestellte Sachverständige für architekturbezogene Kunst beschlossen habe, ehrenamtlich das Müther und das neue Baukunstarchiv mit Rat und Tat zu unterstützen. Wir alle befassen uns täglich mit Architektur, in der wir leben, sie nutzen oder allein wegen ihrer Schönheit bewundern. Wie jedoch die Gebäude entstanden sind, wer hinter den Entwerfern und den Auftraggebern stand, lässt sich fast nie an den Gebäuden selbst ablesen. Wo also kann man die Geschichten finden, die hinter die Planungskulissen von baukünstlerischen Zeugnissen führen? Und was bleibt von oft langwierigen Bauprozessen in Dokumenten übrig? Und was bekommen die Menschen außerhalb eines Architektur- oder Ingenieurbüros nie zu Gesicht, weil Entwürfe gar nicht umgesetzt wurden? Und was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Architekturarchiv? Zeugnisse zur Architektur zu sammeln geht bis in die Zeit des Frühbarock zurück, als man in sogenannten Kunst- und Wunderkammern etwa besonders aufwendige Architekturmodelle bewahrte. Und das erste staatliche Architekturmuseum in Deutschland entstand erst 1842, und zwar nach dem Tod Karl Friedrich Schinkels in seiner Wohnung, in der von ihm selbst errichteten Berliner Bauakademie.
Und zum Ende des 19. Jahrhunderts richteten die Technischen Universitäten München, wieder Universitäten München und Berlin, Architektursammlungen ein, die vor allem dem baukünstlerischen Nachwuchs zum Studium dienten. Und dann sollte es tatsächlich bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dauern, bis in Deutschland wirklich systematisch Zeugnisse zur Architektur gesammelt und in eigens dafür gegründeten Archiven zusammengetragen wurde. Und so schloss sich auch erst 1999 diese Archive in der eben erwähnten Föderation deutschsprachiger Architektursammlungen zusammen. Derzeit gehören dieser Vereinigung 31 Archive und Museen aus Deutschland und seit 2016 auch aus Österreich und der Schweiz an, weil die sich einsam fühlten in ihrer Existenz. Warum macht ein Baukunstarchiv in Mecklenburg-Vorpommern Sinn? Das Land hat eine wahrlich reiche Architekturgeschichte zu bewahren, die vor allem in den Bauten zu bewundern ist. Auch werden in den Museen des Landes, vor allem in den Archiven in Schwerin und den Handelsstädten, Dokumente und Zeichnungen zur Baugeschichte der Regionen bewahrt. Jedoch geschieht dies eher unter historischen oder künstlerischen Gesichtspunkten und nicht explizit unter baugeschichtlichen oder architekten- und personenbezogenen Fragestellungen. Auffällig ist, und das muss man noch bemerken, dass in den östlichen Bundesländern bisher nur 3 architekturbezogene Archive existieren, nämlich am EAS in Erkner, wie erwähnt, bei Berlin, in Dresden, ein von der Sächsischen Architektenkammer geführtes Archiv und eines in Weimar an der Bauhaus-Universität. Der Grund dafür, dass im Osten Deutschlands so wenig Architekturarchive existieren, liegt auch daran, dass in der DDR Anfang der 1950er Jahre private Architektur- oder Ingenieurbüros kaum noch existierten und die Arbeit überwiegend auf Planungskollektive übertragen worden war, die weitgehend in volkseigenen Betrieben organisiert waren. Und das hat natürlich Folgen für die Dokumentation der Projekte, da es personenbezogene Archive praktisch nicht mehr gab. Die wenigen Architekten oder Ingenieure der DDR, von denen es eigene Archive gibt, sind Ausnahmen. Es gibt welche. Natürlich das Bedeutende hier von Ulrich Müther oder von Hermann Henselmann, Kurt Liebknecht und Heinz Grafunder in der Akademie der Künste, von Richard Paulig im Architekturmuseum der TU München oder beispielsweise von Josef Kaiser, Egon Hartmann oder Hans Schmidt und noch viele mehr im IRS in Erkner. Wobei wirklich die meisten aus deutschen Architekten- und Ingenieurarchive zusammengekommen sind. Und wobei ist es ganz klar, dass die Erhaltung und Auffindung von Baudokumenten oft ein reiner Glücksfall ist, das kann ich sagen, ich habe das 26 Jahre gemacht, denn die meisten Dokumente, deren Wert oft gar nicht erkannt wird, gehen im Laufe der Zeit einfach verloren. Und die Idee, ein Baukunstarchiv Mecklenburg-Vorpommern zu gründen, wurde schon zu Beginn des Jahres 2019, der Rektor weiß es ja, der war dabei, in einer Tagung hier an der Hochschule Wismar von Vertreterinnen und Vertretern der Hochschule und mehreren Institutionen geboren, die sich mit dem Bauen und Bewahren befassen. Alle, und darunter sind eben mehrere hier heute anwesend, befürworteten die Gründung eines Baukunstarchivs Mecklenburg-Vorpommern auf der Basis des an der Hochschule bewahrten Ulrich-Müther-Archivs, um die baukulturelle Geschichte, aber auch, und das ist wirklich wichtig, die planerische Zukunft des Landes in Dokumenten zu erhalten. Alle, die damit arbeiten, wissen, digitale Technik ist so gut, wie man sie wieder lesen kann, wie man sie übertragen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass Papier, und ich konnte wirklich Dokumente sehen, die hunderte von Jahren überlebt haben, das überlebt. Also ausdrucken, signieren und abgeben. So hat das Baukunstarchiv tatsächlich das Ziel, Werke bedeutender Bauschaffender aus dem Bereich nicht nur Architektur, Ingenieurwesen, Stadtplanung, Landschafts- und Innenarchitektur, die einen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern haben, zu dokumentieren. Und mit der Übernahme von Einzelobjekten und Vor- und Nachlässen sollen die Materialien eben auch gesichert, erschlossen, archivgerecht aufbewahrt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Es soll also das 19. Jahrhundert vielleicht die Grenze sein und die Zukunft die andere Grenze. Die Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten und Kooperationen mit regionalen, überregionalen Einrichten möchte das Baukunstarchiv dazu nutzen, Verständnis für die Baukultur in Mecklenburg zu vermitteln und zu fördern. Und dies für den interessierten Laien genauso für die wissenschaftliche Forschung.
Und vor allem auch das Fahrtechnikum hier in Wismar hat schon eine Zusammenarbeit angekündigt. Aber auch die Stadt Wismar ist interessiert und das Landesarchiv und die Architekten- und Ingenieurkammern auch. Nicht zuletzt die Bundesstiftung Baukultur, von dessen Vorstandsvorsitzenden Rainer Nagel ich herzliche Grüße ausrichten soll. Ich habe noch vor kurzem mit ihm gesprochen, wünscht sich einen regen Austausch. Was hat denn das Mythearchiv über das Mythearchiv hinaus zu bieten? Über Mythen bespricht gleich nochmal Matthias Ludwig. Es bildet natürlich den Kern. Aber es ist auch so, dass inzwischen kleinere weitere Archive und Bestände hinzugekommen sind, die ich ganz kurz nennen will. So wurden etwa rund 200 Architekturzeichnungen und Dokumente von der Familie des Landbaumeisters Karl Burmeister aus Marlow, der 1999 verstarb, geschenkt, von dem sogar noch Studienunterlagen aus den 1930er Jahren vorhanden sind, was sehr selten ist. Das Archiv von Professor Matthias Schubert, der erst 2021 verstarb, der seit Beginn der 1950er Jahre in Rostock und lange Jahre zunächst als Professor an der Ingenieurschule und dann hier an der Hochschule in Wismar gewirkt hat, wurde kurz vor dessen Tod von ihm hierher geschenkt und umfasst immerhin 600 Pläne und 500 Meter alles zurück. Aus dem Nachlass von Klaus Both, dessen Familie hier auch zu begrüßen ist, der zusammen mit seinem Vater nach dem Krieg in Beutzenburg-Elbe einen Betrieb für Maschinen- und Apparatebau aufbaute und zwischen 1959 und 1989 verschiedene Formen der Raumerweiterungshalle entwickelt hat, sind ein Modell, Fotografien, Dokumente und eben das erwähnte originale Modell, das Original der Halle ins Archiv gelangt, natürlich nicht hier, sondern auf dem Gelände, das noch auf seine Restaurierung und Neunutzung wartet. Und der Architekt und Architekturfotograf und langjährige Chefredakteur der Deutschen Bauzeitung, Wilfried Dechau, der auch hier anwesend ist, 1944 in Lübeck geboren, schenkte dem Archiv eine Reihe von Fotografien zu Ulrich Mythers Bauten und anderer DDR-Architekten, die eine hervorragende Ergänzung des Archivs darstellen. Und nicht zuletzt schenkte der 1962 in St. Petersburg geborene Architekt Sergej Choban, der ein einzigartiges Museum für Architekturzeichnung in Berlin errichtet hat und führt, dem Archiv eigene meisterliche Handzeichnungen. So möchte ich das vielleicht wagen zu sagen, dass wir nicht nur heute das fertiggestellte, voll ausgestattete und klimatisierte Archivraum, wirklich fantastisch ausgestattete Archiv für das Mythearchiv hier im Gebäude für der Fakultät für Gestaltung, sondern vielleicht auch das Baukunstarchiv, das an der Hochschule einen würdigen Ort finden könnte für dieses Land. Wir freuen uns vielleicht dann in Zukunft auch für die besonderen Dokumente zur Baugeschichte des Landes Mecklenburg. Sie können uns gerne ansprechen, denn es gibt eine Archive, die mich eine Devise, die mich im Archiv immer begleitet hat, und die stammt tatsächlich von Albert Einstein, der mal gesagt hat: Nicht alles, was zählbar ist, zählt, und nicht alles, was zählt, ist zählbar. Vielen Dank. Ja, guten Abend an alle und vielen Dank an die Vorredner für die freundlichen Worte über das Mütterarchiv und über das, was ich hier an der Hochschule Wismar einbringen konnte in den letzten Jahren. Es freut mich, dass es auf eine große Resonanz und dass es so freundlich angenommen worden ist. Besonders bedanken möchte ich mich bei Eva Maria Barkhofen, die uns lange Jahre, ich denke jetzt über 5 Jahre schon, unterstützt hat. Und ohne Eva Maria Barkhofen wäre es überhaupt gar nicht möglich gewesen, dieses Mütterarchiv hier zu etablieren bzw. zu erschließen, weil wir über das BMBF in diesem dreijährigen Förderprojekt gefördert wurden. Und die Voraussetzung war, dass wir fachkundige Archivare eben auch in diesem Projekt mit involvieren. Und ich als ausgebildeter Architekt
wusste ungefähr, was ein Archiv bedeutet, aber habe in der Zeit von Eva Maria Barkhofen unheimlich viel lernen können, wie Architekturarchive funktionieren. Und ohne deine Mithilfe wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, das alles umzusetzen. Und dadurch haben wir jetzt auch eine sehr große Qualität in das Mythearchiv etablieren können. Ja, ich wollte noch einen Blick, du hast den Blick in die Zukunft gelenkt, auf das Baukunstarchiv MV, aber ich wollte noch einen Blick auf Ulrich Müther in die Vergangenheit werfen. Und dazu habe ich mir 4 populäre Fragen ausgedacht. Und in den letzten Jahren, also seit 2012 und auch davor, bin ich ja an vielen Orten gewesen, wo Ulrich Müther Schalenbauten erstellt hat, und wir haben Ausstellungen gemacht und viele Aktivitäten im Zusammenhang mit Ulrich Müther erledigt und begleitet. Und da wurden auch immer wieder Fragen über Ulrich Müther gestellt. Und ich habe heute die vier wichtigsten populären Fragen mitgebracht, die immer wieder gestellt werden. Die Frage Nummer 1 ist eigentlich immer eine: War Ulrich Müther ein Architekt? Und nein, Ulrich Müther war kein Architekt, wie so oft behauptet wird, sondern ein Bauingenieur, der in Neustrelitz und Dresden konstruktiven Ingenieurbau studiert hat. Außerdem hat Müther auch eine Baufirma in Binz und auf Rügen betrieben. In dieser Kombination Bauingenieur und Bauunternehmer war es ihm möglich, die Schalenbauten in hoher Qualität und großer Anzahl, über 70 Stück, zu bauen. Die zunächst private Baufirma wurde 1960 in eine PGH und 1972 in den VEB Spezialbetonbau Binz umgewandelt. Nach der Wende betrieb Ulrich Müther seine Baufirma Müther GmbH einige Zeit weiter, bis er schließlich 1999 Insolvenz anmelden musste. Bis zu seinem Tod 2007 war Müther als beratender Ingenieur tätig. Müther hat alle Schalenbauten in Zusammenarbeit mit weiteren Spezialisten wie Architekten, Innenarchitekten und Künstlern realisiert. Dennoch spricht man in der Öffentlichkeit häufig von sogenannten Mütherbauten. Dies ist insofern nachvollziehbar, da bei den Schalenbauten der Aspekt des Tragwerks den architektonischen Entwurf dominiert. Wichtige Architektenpartner waren unter anderem Peter Baumbach, Erich Kaufmann, Dietrich Otto und Kurt Tauscher. Und da kann man natürlich auch diese Kombination zwischen Bauingenieur und Architekten in der Praxis eben sehr gut nachvollziehen. Zweite Frage, die immer wieder gestellt wird: Wie und wann kam das Mütterarchiv an die Hochschule Wismar? Die Frage wurde partiell schon von Frau Bohren und auch von unserem Dekan beantwortet, aber ich zeige das noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Das Mütterarchiv wurde tatsächlich von Ulrich Müther selbst nach der Insolvenz seiner Baufirma gegründet und befand sich bis 2006 in einem Gebäudeteil von Prora auf Rügen. Mit einigen Hilfskräften konnte Müther einen Teil der Firmenunterlagen in eine geordnete Form bringen. Müther musste jedoch diesen Standort aufgeben und hat deshalb nach Alternativen gesucht. Nach Gesprächen mit der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur Berlin, damals mit Eva Maria Barkhofen, entschloss sich Müther, sein Archiv dennoch an die Hochschule Wismar zu geben und nicht nach Berlin. Müther war Zeit seines Lebens sehr heimatverbunden und entschloss sich deshalb, sein Archiv im Land Mecklenburg-Vorpommern unterzubringen, eben nicht in Berlin. Und der bereits erwähnte Gunnar Cecotti, Gunnar, bitte mal die Hand heben, der ist in der Tat
wirklich für den persönlichen Kontakt zu Mütters Archiv verantwortlich. Gunnar Cecotti, damals Student an der Hochschule Wismar und Praktikant bei Ulrich Mütter, hatte den Kontakt zur Hochschule hergestellt. Und meinem Dank gebührt auch unserem damaligen Dekan Georg Giebeler, der das Angebot auf Übernahme des Archivs gerne angenommen hat. 2006 hat eine Studentengruppe den Transport von Binz nach Wismar organisiert. Hier auch nochmal, bitte mal Hände hoch. Also von der ursprünglichen Gruppe Mütterpioniere, sage ich mal, zwei heute noch dabei. Und ohne die beiden wäre das Archiv gar nicht hier in Wismar angekommen. Die Dokumente wurden erstmal provisorisch in den Abstellräumen der Hochschule untergebracht. Dieser Zustand dauerte einige Jahre an, bis weitere Mittel, Mitarbeiter und geeignete Räume gefunden werden konnten. Das BMBF förderte das Mütterarchiv über 3 Jahre hinweg. In dieser Zeit konnten alle wichtigen Dokumente erschlossen, digitalisiert werden. Es wurde parallel geforscht und auch veröffentlicht. Wenn Sie beim Rausgehen vielleicht den Tisch sehen mit unseren Büchern, da ist auch eine Publikation dabei, die unsere Forschungsergebnisse über diese 3 Jahre hinweg zusammengefasst hat. Ja, also wir haben mit international kooperiert mit einem Archiv der UNAM in Mexico City und auf der anderen Seite auch mit der ETH Zürich, mit dem GTA, mit dem Archiv von Heinz Isler. In der Corona-Zeit musste leider auf eine Einweihungsfeier verzichtet werden. Stattdessen konnten aber weitere Nachlässe akquiriert werden, die bereits von Eva Maria Backhofen erwähnt wurden. Dritte Frage: Wie viele Schalenbauten hat Ulrich Mütter erstellt? Das wird auch immer sehr häufig gefragt. Ulrich Mütter hat circa 73 Schalenbauten erstellt. Und das ist nicht so ganz klar. Es gibt verschiedene Aufstellungen. Tanja Seeböck ist auch anwesend und sie hat ihre Promotion Ulrich Mütter gewidmet und auch ein sehr schönes Buch über Mütter publiziert. Und da findet man auch akribisch genau die Auflistung aller Mütterbauten. Aber wir haben im Archiv mittlerweile noch 1, 2 gefunden und die Liste von Tanja Seeböck noch erweitert. Also die Frage ist, sind es wirklich über 70 Bauten, 74, 75, steht noch nicht fest. Also wir sind immer noch an dem Punkt, wo weiter geforscht werden kann und wo man vielleicht noch einen Mütterbau entdecken kann. Viele von diesen Schalenbauten stehen heute unter Denkmalschutz. Die meisten Bauten stehen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern auf Rügen und in Rostock. Einige davon im Ausland, das wurde auch schon erwähnt, sowohl im Westen als auch im Osten. In Tunesien, Finnland, Kuba, aber auch in Wolfsburg. Die Geschichte haben Sie auch schon gehört und die ist ja auch wirklich lustig. Also für die, als Gegenleistung für die Planung und Bau des Planetariums wurden tatsächlich 10.000 VW Golfs in die DDR ausgeliefert. Letzte und vierte Frage, die auch immer wieder kommt: Ist Ulrich Mütter der Erfinder des modernen Schalenbaus? Nein. Moderne zweifach gekrümmte Betonschalen gab es bereits um 1910. Einfach gekrümmte Schalen aus Stein kann man bereits in der Antike zurückverfolgen. Wichtige Wegbereiter des modernen Schalenbaus waren unter anderem Eduardo Torroja, Pier Luigi Nervi und Felix Candela. Felix Candela speziell hat Ulrich Mütter mit seinen Schalenkonstruktionen aus hyperbolischen Paraboloiden in jungen Jahren nachhaltig beeindruckt. Mütter war in den internationalen Diskurs über Schalenbauten der DDR eingebunden, zu DDR-Zeiten eingebunden. Er nahm an Konferenzen im Ausland teil und konnte auf Fachpublikationen aus aller Welt zurückgreifen. Mütter stand mit Schalenbauern wie Heinz Isler, Stefan Poloni
und Jörg Schleich aus dem Westen in Kontakt und war auch später mit ihnen befreundet. Das Spätwerk Mythos ist von den Einflüssen eines Heinz Islers oder eines Frei Ottos geprägt. Mythos hat sich dennoch selbst als Landbaumeister bezeichnet und kokettierte damit natürlich mit seinem Firmenstandort in der Provinz und hat sich Zeit seiner Arbeit als Landbaumeister in Binz auf Rügen wohler gefühlt als zum Beispiel in Berlin. Ja, das war, wie gesagt, auch schon die letzte Frage. Ich befürchte, dass trotz meiner Antworten noch viele Fragen offen bleiben und möglich sind. Diese werde ich gerne bei der nächsten Gelegenheit beantworten. Doch zunächst möchte ich mich aber noch bei vielen Unterstützern beim Aufbau des Mythearchivs geholfen haben, bedanken. Also zunächst einmal Gunnar Cecotti, Absolvent der Hochschule Wismar und Praktikant bei Ulrich Mythe. Georg Giebeler, Dekan, ehemaliger Dekan der Fakultät Gestaltung. Eva Maria Barkhofen, aber auch die Wüstenrot-Stiftung, die uns bei Tagungen und Forschung unterstützt hat, mit dem Geschäftsführer Philipp Kurz. Wilfried Dächer wurde bereits mehrfach erwähnt, der uns wirklich sehr intensiv unterstützt hat. Das Bildungsministerium natürlich, Achim Hack ist heute Abend nicht da, aber er war dafür auch mitverantwortlich, dass wir hier diese Dachterrasse haben freiräumen können. Und es war nicht einfach, hier an der Hochschule Wismar Räume zu finden, die sind immer knapp. Und Achim Hack hat dann entschieden, als Dekan, da gibt es eine Fläche hier und da kann das Mythearchiv einziehen. Und da bin ich auch noch sehr dankbar. Frau Bottezatu und Herrn Luth möchte ich auch noch mal danken für die Umsetzung, die bauliche Umsetzung des Mythearchivs. Herrn Larek habe ich gesehen, Prorektor für Forschung, hat uns immer mit unseren Forschungsprojekten in den letzten Jahren unterstützt. Dann eben auch noch die Werkstätten der Fakultät Gestaltung, die immer sehr viel für uns auch getan haben. Thilo Kagel, Tobias Gerke, das Hochschulmarketing und die Pressestelle der Hochschule Wismar hat uns immer sehr stark unterstützt. Und nicht zuletzt auch die Verwaltungseinheit der Fakultät Gestaltung mit der Leiterin Frau Thurmann und Frau Schmidt, die uns immer unterstützt haben mit Hunderten von Handkaufnummern und Beschaffungsanträgen und so weiter. Das geförderte Geld musste ja auch ausgegeben werden und mit Handkaufnummern, die bis 500 Euro gehen, braucht man relativ lange, bis man dann eben auf die 450.000 Euro kommt. Und das wurde eben auch alles hier in der Verwaltung der Fakultät umgesetzt. Und weiterhin natürlich auch Baumaßnahmen, so kleine Baumaßnahmen wie hier, die wir dann nachträglich noch umgesetzt haben. Da danke ich dem Dezernat 1 mit dem Leiter Herr Schlichting, Herrn Wegner, Frau Heidmann, die uns da auch immer mit Rat und Tat unterstützt haben. Es gibt natürlich noch einige andere Unterstützer außerhalb des Hochschulbereiches, die auch schon genannt wurden, Architektenkammer, Ingenieurkammer und so weiter. Das sind alles, da möchte ich nochmal mich sehr bedanken, dass wir über die Jahre hinweg auch immer diese Unterstützung von allen bekommen haben. Es war nicht immer einfach, bestimmte Dinge umzusetzen und manchmal waren wir auch der Meinung, das müsste alles ganz schnell gehen und wieso ist das nicht morgen alles schon gemacht? Und es ist aber trotzdem irgendwann Realität gewesen und geworden. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei Jan Österreich, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Archivs. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Wahrscheinlich im Archiv. Ja. Genau, Beifall, der das Archiv als Archivar jetzt auch schon Jahre unterstützt hat. Da hinten ist er. Ja, er ist schon bereit, die zwei Führungen durchzuführen, die für heute Abend geplant sind. Und alle, die ein Bändchen am Eingang bekommen haben, die sind quasi zugelassen, um diese Archivführung mitzumachen. Dann gibt es noch zwei, Thilo und Anton,
zwei Studenten, die uns jetzt auch schon viele Monate unterstützt haben und auch heute Abend nochmal mit dabei sind. Ja, ich weiß nicht, wie viele jetzt Bändchen haben, die zur Führung angemeldet worden sind. Wir dürfen nicht so viele Menschen in das Archiv lassen, aber für die, die hier draußen bleiben, noch eine Sache. Das ist auch ganz speziell, das haben wir erst am Montag hier mit einem Kran hochgekrannt. Und das ist auch unser größtes Exponat, das wir hier im Archiv besitzen. Das ist eine GfK-Schale, die maßstäblich im Maßstab 1 zu 25 die Stadthalle in Rostock darstellt. Die genauso existiert, der graue Block unten, das ist die Kongresshalle in Rostock. Und ursprünglich hätte mal auf dieses Gebäude eine Betonschale mit einer Länge von ungefähr 103 Metern kommen sollen. Realisiert wurde eine Stahlkonstruktion. Und das Gebäude ist momentan genau so dort vor Ort, am Südausgang des Rostocker Bahnhofes. Da gibt es eine interessante Geschichte noch dazu, dass wir diese Schale erst vor ungefähr 2 Jahren ins Archiv bekommen haben. Und diese Schale wurde von euch irgendwie vergessen. Wahrscheinlich hat die nicht in den Transporter gepasst, aber die lag lange, lange Jahre in einem Gebüsch in Prora, wurde dann von dem Kuramt entdeckt und die haben uns dann angerufen und haben gesagt, da gibt es noch eine Schale von Ulrich Müther. Wollt ihr die haben? Und wir haben die abgeholt und dann hierher transportiert, restauriert und hier eben in diesem maßstäblichen Modell untergebracht. Und das ist so, dass die Schale einfach für alle unsere Gebäude hier zu groß ist. Es gibt nirgendwo eine Tür, wo man die so ohne weiteres reinschieben kann. Diese Schale wird dann auch hier verankert mit allen möglichen Dingen, dass hier keine Windkräfte diese Schale mitnehmen in den Winter stürmen. Ja, also die Schale kann man dann natürlich auch anschauen und ja, vielen Dank. In der Zwischenzeit wurde Sekt gereicht und ja, lassen Sie uns anstoßen auf das Mütterarchiv und hiermit ist das Mütterarchiv eingeweiht.